Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS Sportstudio. Anfang Januar hatte ich es ja schon angekündigt. Für die 2021er Saison steht der Bau eines Blitzbowl-Stadions an. Und das natürlich ganz ohne die Millioneneinnahmen aus irgendeiner Super- oder Champions League. Aber für alle, die sich jetzt fragen, hä, was ist denn Blitzbowl? Ich kenne nur Blood Bowl. Blitzbowl ist meiner Meinung nach eines der besten Spiele, die Games Workshop je herausgebracht hat und macht mir persönlich deutlich mehr Spaß als der große Bruder Blood Bowl. Wer mehr über Blitzbowl erfahren möchte, braucht nur aufs oben verlinkte Video klicken. Aber egal, ob ihr nun lieber Blitzbowl oder Blood Bowl spielt, im nachfolgenden Tutorial gehe ich wie immer Schritt für Schritt vor, sodass ihr die folgende Anleitung auch ganz einfach für ein größeres Blood Bowl Spielfeld abwandeln könnt. Als erstes muss natürlich die Grundfläche berechnet werden, sprich, wie groß muss eure Platte sein, auf der gebaut werden soll. Ein offizielles Spielbrett ist hierfür die perfekte Ausgangsbasis. Dann noch die Karten fürs Spiel daneben legen, schon habt ihr die grobe Ausdehnung. Ich verzichte übrigens ganz bewusst auf die beiden Reservebänkeplättchen und werde dafür später an meinem Spielfeldrand einfach ein paar Zentimeter extra einplanen. Nach etwas Hin- und Herrechnen habe ich mich für eine 62x62 cm große MDF-Platte von 5 mm Dicke entschieden. Warum und wie ich genau auf diese Maße gekommen bin, erkläre ich gleich. Hinzu kommt aber erst einmal noch eine zweite, kleinere Platte von 41x53 cm und ebenfalls 5 mm Dicke. Denn das Stadion soll zwei Spielfelder enthalten, ein oberes und abnehmbares Spielfeld und ein weiteres Spielfeld darunter. Quasi ein 2-in-1 Stadion mit einem Friedhof und einem Dungeon-Thema. Denn mittlerweile gibt es bei Blitzbowl durch die Season 1 und 2 insgesamt 4 unterschiedliche Spielbretter mit 3 verschiedenen Falltüren-Layouts. Und 2 dieser Layouts werde ich für mein Stadion übernehmen. Das dritte gefällt meinen Mitspielern und mir nämlich eh nicht. Ansonsten unterscheiden sich die offiziellen Spielbretter ja auch noch durch die Anzahl und Art der blockierten Felder. Auf diesem Spielbrett hier rot umrandet. Als 3D-Sichtblocker habe ich mir die Ancient Tombs Geländestücke von Cromlech besorgt. Die sind von der Größe schon nahezu perfekt, um sie als Hindernisse auf die 2x2 und die 2x3 Felder zu setzen. Aber dazu in den nächsten Videos mehr. So, jetzt nochmal zu den Platten und warum sie die jeweiligen Maße haben. Auf der kleinen Platte wird zunächst mittig die Spielfeldumrandung eingezeichnet. Das Spielfeld besteht ja inklusive der Endzonen aus 11x15 Feldern. Jedes Feld ist 3x3 cm groß. Entsprechend ist das reine Spielfeld also 33x45 cm groß. Drumherum möchte ich zu allen Seiten noch je 4 cm Platz haben. Ergo muss die kleine Platte 41x53 cm groß sein. Auf diesem Spielfeld zeichne ich nun das gewünschte Zweier-Falltüren-Layout ein. Weiter geht's mit der großen Platte, auf der die kleine Platte später so aufgelegt werden soll, dass an drei Seiten je 4,5 cm Platz bis zum Rand ist. Messt von diesen drei Seiten nun je 8,5 cm ab, um auf der großen Platte die Spielfeldbegrenzung zu erhalten. Auf diesem Spielfeld soll die Falltür genau in der Mitte sein. Entsprechend wird das mittlere Feld ermittelt und markiert. Die Spielfeldmaße und Falltüren-Layouts sind also klar, weiter geht's mit den Fliesen. Eine Möglichkeit wäre, aus Hartschaum dünne 3x3 cm große Fliesen zurechtzuschneiden und diese dann aufzukleben. Oder ich könnte mich bei meinen Modular Dungeon Fliesen bedienen. Aber wenn wir eh schon basteln, dann doch richtig, oder? Daher habe ich mir zunächst 2 Fliesenarten aus Hartschaum zugeschnitten, jeweils 3x3 cm groß. Die eine Fliese ist 3 mm dick und ich habe deren Oberseite leicht strukturiert. Die andere Fliese ist 2 mm dünn und dient später als Basis bzw. zum Drunterlegen, um eine insgesamt 5 mm hohe Fliese zu bekommen. Von beiden Fliesenarten habe ich jeweils 8 Stück angefertigt und dann eine Silikonform erstellt. Wie sowas geht, zeige ich ausführlich im oben verlinkten Video. Die Silikonform habe ich dann etliche Male mit Stevalin befüllt, um jede Menge dünne und dicke Fliesen zu bekommen.
Dann habe ich mir die dicken Fliesen geschnappt, sie zerbrochen, die Einzelstücke mit einer Zange etwas abgeknipst und diese Bruchstücke dann auf eine dünne Fliese aufgeklebt. Die Inspiration dazu stammt übrigens von Philipp alias Tabletop Lenny, der gerade ein ziemlich interessantes Buch mit jeder Menge Geländebauideen und Basteltipps auf Kickstarter am Laufen hat. Schaut gerne mal vorbei, einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Von knapp 40 solcher gebastelten Fliesen habe ich dann eine neue Silikonform gemacht, um schon nach einigen Abgüssen ausreichend viele Fliesen fürs obere Spielbrett zu haben. Sieht doch schon mal ganz gut aus, oder? Fürs untere Spielfeld sollen es klassische Fliesen mit einem leichten Höhenunterschied sein. Dazu nehme ich die dicken und dünnen Fliesen von vorhin. Man könnte aber natürlich auch einfach neue Fliesen aus Hartschaum zuschneiden. Die Fliesen werden von der Mitte ausgehend abwechselnd angeordnet. Also eine 3 mm dicke Fliese, dann eine doppelte bzw. 5 mm Fliese, dann wieder eine 3 mm dicke Fliese und so weiter. Das war's auch schon mit dem ersten Teil der Blitzbull-Stadion-Serie und der Planung der beiden Spielfelder. Teil 2 folgt kommenden Monat, dann geht's um die Bemalung. Den finalen dritten Teil gibt's im Juni, wo sich alles um die Rundumgestaltung und um die Beleuchtung dreht. Aber erstmal sehen wir uns natürlich nächsten Freitag. Bis dann!